Hallo lieber Wassermann, schön, dass du da bist zur Oktoberlegung 2022. Ich bin Romina von Transform Your Paradise und ich lege wie immer auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir im Oktober zeigen möchten. Und zwar starte ich gleich mit dem Licht- und Schattentarot rein für dich in den Oktober. So, bitte für meine lieben Wassermänner. Im Oktober 2022. Es ist natürlich eine allgemeine Legung für mein Abonnentenkollektiv. Schau also immer, ob du in Resonanz gehst und nimm nur das für dich mit, was für dich wichtig und stimmig ist. Jawohl. Eine hat sich umgedreht, es ist die Hohepriesterin. Für dich, lieber Wassermann, die Hohepriesterin passt sehr gut. Du bist ja sehr verbunden mit dir, mit deinem höheren Selbst, mit dem Göttlichen, mit dem Universum. Ja, sehr schön in der Verbindung hier im Oktober. Was dir natürlich auch gut tut, was man hier erkennt durch die Sonne. So, danke übrigens für die lieben Kommentare. Es freut mich, wenn dir meine Videos gefallen und für private Legungen schau gern unten in der Videobeschreibung. Es sind hier 4 Karten gefallen. Es sind hier natürlich zu viele, aber es sind Wahnsinnskarten, darum möchte ich sie euch gerne zeigen. Es ist hier einmal die Königin der Münzen gefallen, die Herrscherin, ein König der Münzen und die Königin der Stäbe. Also das sind gigantische Karten, die hier gefallen sind. Noch dazu hier mit der Hohepriesterin. Meine Lieben, ich glaube, das sind die höchsten Karten, die zusammen hier fallen könnten. Und zwar Personenkarten. Und mir kommt noch rein, es steht hier... Moment, es war so... Es steht hier absolut für euch, für euch. Und zwar nehme ich hier stark wahr, dass hier die Königin der Münzen, die macht sich hier keinen Stress, die weiß hier ganz genau, was sie hier erschaffen hat. Also ihr bleibt hier cool in einer gewissen Situation, absolut gelassen, Gelassenheit hier, hier die Herrscherin, die hier, ich glaube, in der Vergangenheit sehr viel kreiert hat, eine Welt erschaffen hat im eigenen, in den eigenen Visionen, in den eigenen Gedanken, hier eine ganz tolle Welt hier kreiert hat für sich und den Partner. Ja, und hier die Königin der Stäbe. Mir kommt es eher so für den Partner hier rein. Ja, der freut sich richtig. Ihr seht hier, wie der rüberlacht, auch mit der Münze in der Hand. Und auch mit dem Wolf, was ihr auch anzeigt. Euer Partner ist auch eine starke Führungspersönlichkeit. Und hier die Königin der Stäbe mit der Katze. Sehr viel Freude kommt mir herein. Vielleicht ein neues Projekt. Ein neues, ja, etwas Neues wird hier in euer Leben kommen und das läuft hier so im Hintergrund und ihr seid euch da absolut gewiss, ihr seid verbunden, ihr wisst, was ihr getan habt, ihr wisst, was auch rauskommt am Ende. Ich lasse diese Karten jetzt hier, weil sie einfach sehr, sehr machtvoll sind und auch sehr, sehr stark zeigen, wo ihr euch gerade befindet im Oktober. Also absolute Gewissheit kommt mir rein. Absolute Gewissheit über das, was ihr geschaffen und erschaffen habt. Und auch euer Partner sieht euch hier genauso, ja? Und hat hier richtig Freude an euren Visionen, an eurem Leben teilzuhaben, ja? Der Partner kommt mir so vor, der hat hier richtig Freude, hier in eurem Leben zu sein.
Was ist hier los? Die sieben der Kelche zeigt mir hier in eurem in eurer Konstellation hier, dass euch alle Möglichkeiten offen stehen. Lieber Wassermann, es steht dir hier alles offen. Ja, du kannst hier diesen Kelch nehmen, diesen. Es steht dir hier sehr viel offen. Du hast hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, wie es weitergeht. Wie es hier weitergeht. Bei dir und mit deinem Herzensmenschen auch. Mit deinem Seelenpartner. Ui. Oh. Nochmal so viele Karten hier. Wahnsinn. Aber es zeigt sich hier der Herrscher. Der Herrscher, die Herrscherin, die Königin der Münzen und der König der Münzen. Euch gemeinsam, ja, die sieben der Kelche liegen zwischen euch und hier das Ass der Stäbe nochmal mit dem Herrscher, was er hier bereits war, mit der Königin der Stäbe und dem König der Münzen. Kann es hier sein, dass sich euer Gegenüber jetzt zum Herrscher entwickelt? Und das nehme ich hier dadurch wahr, dass hier die acht der Kelche, dass man hier weggeht vielleicht von einem alten Glaubenssatz, von einem alten Wunschtraum. Vielleicht hatte euer Gegenüber einen gewissen Wunschtraum, den er jetzt aber zurücklässt. Zurücklässt und sich einfach Richtung Sonne begibt, einfach seinem Wohlgefühl, seinem Wohlstand hier entgegengeht, seinem inneren Licht, seiner Freude. Und mir kommt noch rein, er hat hier auch eine geniale Idee. Also dieses Feuer brennt hier für etwas. Und das kommt mir gerade sehr stark rein, hier mit der Hohepriesterin, was hier auch dafür stehen kann, dass vielleicht ihr ein gewisses Feuer in ihm entfacht. Drei der Münzen, hier das gemeinsame Arbeiten an etwas. Vielleicht hat euer Herzensmensch bisher an etwas gearbeitet. Er wollte irgendetwas erreichen und das lässt er jetzt zurück, ja? Denn er hat hier jetzt eine neue brennende Idee. Mir kommt aber rein, diese Idee kommt hier ein bisschen von euch, ja? Dadurch, dass die Farben hier sehr ähnlich sind. Er hat eine neue Idee und dadurch entwickelt er sich vom König der Münzen zum Herrscher. Es geht hier sehr stark um den männlichen Part hier. Wenn ihr natürlich ein Mann seid, dann entwickelt ihr euch im Oktober zum Herrscher, ja? Ihr folgt hier einer neuen Idee, einer neuen brennenden Vision. Vielleicht hattet ihr eine alte Vorstellung, die euch eben aufgehalten hat im Grunde, ja? Und das merkt ihr jetzt. Die Frauen, die wissen schon ganz genau, wo es hingeht. Die sind sich hier sicher. Das ist eine ganz, ganz tolle Couple-Legung hier. Der Page der Kelche. Es geht natürlich wie immer hier um die Liebe, ja? Und hier den sieben der Kelche. Ja, mir kommt hier rein, der Mann, der männliche Teil, ob du jetzt männlich Wassermann bist oder männlich mit Wassermann zusammen. Der männliche Part schaut hier so hoch auf die Dame, ja. Absolut hier verliebt, möchte hier natürlich auch gleichwertig sein. Der Mann möchte hier auch gleichwertig sein und baut auch auf diese Liebe. Ja, er möchte mit der Frau gleichwertig sein. Vielleicht war die Frau ein bisschen weiter in einer Sache. Es kommen zu viele Karten hier bei euch. Ei. Die sechste Stäbe. Man möchte auch vielleicht eben
der Öffentlichkeit im Vordergrund stehen, möchte hier auch vielleicht etwas kreieren und hier sich auch als Sieger fühlen, ja? Vielleicht ist die Frau hier sehr aktiv bei etwas, steht vielleicht in der Öffentlichkeit, hat vielleicht irgendwo eine Facebook-Gruppe, die sie anleitet oder sonstiges, ja, oder beruflich erfolgreicher. Und der Mann möchte hier jetzt auch nachziehen, denn es bereitet ihm irgendwie Sorgen, dadurch, dass er sich vielleicht abgrenzt, dadurch, dass er denkt, das steht ihm nicht zu, dass andere Leute ihn auch so gut finden, auch so toll finden. Ja, man grenzt sich hier etwas ab, aber die 10 der Münzen zeigen hier im Hintergrund doch, dass es sein Wunsch ist, auch anerkannt zu werden, auch, ja, wie soll ich sagen, diese Bestätigung einfach zu bekommen. Das muss ja nichts Schlechtes sein, wenn man nicht abhängig davon wird, von dieser Bestätigung, diese Bestätigung von anderen zu erhalten. Nichts Schlechtes. Und dann kommt hier rein, die Frau, die erhält das bereits ein bisschen mehr als der Mann. Und der Mann möchte hier gerne, ja, er weiß vielleicht nicht ganz, er versteht vielleicht erst im Oktober, dass er sich weiterentwickeln muss, um mit dieser Frau auf Augenhöhe zu sein. Und das ist ganz wundervoll, denn nur dann entwickelt sich der Mann eigentlich zum Herrscher, weil warum sollte er es sonst tun, wenn es anders auch geht? Aber er kennt hier einfach, dass diese Frau ein bisschen anders ist, als was er bisher erkannte. Und wenn er mit dieser Frau zusammenbleiben möchte, dann muss er sich hier neu erfinden, kommt mir rein, neu erfinden und möchte auch gern auf gleicher Augenhöhe sein, ja. Zum Beispiel, wenn einer berühmt ist und der andere nicht, dann kann das oft für den anderen, ja, ein bisschen erniedrigend auch sein. Es kommt natürlich immer drauf an, was. Der eine möchte das vielleicht gar nicht, aber hier sehe ich einfach diese Stärke, dieses, er schaut hoch zu den Damen, ja, zu der Dame. Und er muss sich hier neu erfinden, um den Ganzen noch, ja, eine gewisse Ebene in der Beziehung zu geben. Aber ich schaue jetzt genauer rein noch mit dem Witches Tarot. Wahnsinnig viele Karten hier bei euch. Ja, die Frau ist hier schon in den 10 der Kelchen mit der Hohepriesterin, also im Geiste. Ich sage jetzt, im Geiste seid ihr schon hier. Im Geiste seid ihr bereits hier, die Damen. Im Glück, im gemeinsamen Glück. Denn was zeigen die 10 der Kelche? Dass beide natürlich gefüllte Kelche haben, beide natürlich glücklich sind, ja. Genau, die 9 der Kelche, also eine doppelte Bestätigung hier bei der Frau. Dann noch ein König. Ein König der Kelche auf die Königin der Münzen. Ja, der Mann ist hier sehr gefühlvoll, hier auch immer mit den Kelchen zu sehen. Und ich glaube wirklich, dass er hier aufschaut auf euch. Dass der Mann hier wirklich aufschaut auf euch. Das hat sich auch der Stern kurz gezeigt gerade. Also der bewundert euch richtig. Also ein Aufschauen, ein Bewundern einfach. Der ist absolut in Love. Ja. So, die 7 der Kelche. Hi. Nochmal die Königin der Münzen. Also sowas hatte ich wirklich noch nie. Wie ich schon sagte hier, die Dame hier hat mehrere Möglichkeiten, hat ganz viele Möglichkeiten, Angebote. Und vielleicht schaut er gerade deshalb zu ihr hoch, weil sie vielleicht auch viele Angebote bekommt von anderen Herren, sie jedoch kein Interesse zeigt und sich vielleicht nur um diesen, ja, ihr Interesse nur an diesen einen Mann richtet. Und gerade das bewundert er wirklich. Ja, es haben sich auch gerade die 7 der Stäbe gezeigt, zeigt auch, dass man hier an anderes fernhaltet. Ja,
Auf den Herrscher fällt jetzt hier die Welt mit den zwei der Münzen. Wie ich vorhin schon sagte, er muss sich hier neu erfinden. Das ist so die alte Welt, die er kennt, in der er gelebt hat. Und hier diese zwei der Münzen, dieses Abwägen. Einfach. Also er denkt hier stark nach. Hier hatten wir auch diese neue Idee, die ihm vielleicht ein neues Feuer gibt für etwas. Und hier die drei der Münzen, woran in der Vergangenheit daran gearbeitet wurde. Hier ist das Wegdrehen, das Neue anzupacken oder hier im Alten bleiben. Ja, doppelte Bestätigung hier nochmal. Der Page der Kelche. Es dreht sich ja sehr stark hier um den männlichen Part. Die Frau ist hier absolut im Reinen, ist ja absolut in der Gewissheit. Oh, nochmal die zwei der Schwerter. Eine Entscheidung ist fällig. Denn er fühlt sich nicht, vielleicht haben sich die Damen sehr stark weiterentwickelt in einem Bereich. Und der Mann ist in der Zwischenzeit irgendwie stehen geblieben. Und jetzt erkennt er, oh, der Abstand ist irgendwie schon zu weit, ja. Ich himmel diese Frau richtig an und ich muss mich jetzt hier auch raufbewegen, ja. Denn die wird nicht zu mir runterkommen. Ich muss mich da jetzt hier raufbewegen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, ja. Und ist natürlich auch eine Anstrengung, ja, sich selbst auch so weiterzuentwickeln, um auf gleicher Augenhöhe wieder zu sein. Damit man sich auch selbst wieder wertschätzt, ja. Und am Ende des Oktobers eine Entscheidung. Eine Entscheidung, eine Erkenntnis wird hier Ende Oktober reinstürzen. Nein, wird hier natürlich gefällt. Oh, und ein Ass der Münzen hier zu sehen im Ausblick plus die Neun der Münzen. Also hier vergöttert jemand wirklich eine gewisse Dame und auch nicht umsonst. Also auf keinen Fall, das ist ja schon berechtigt. Also eine Frau, wo hier die Hohepriesterin, die Herrscherin und die Königin der Münzen hier auf einem Paket liegt, das ist schon eine wahnsinns starke Frau mit absolutem Vertrauen, auch starker Führungskraft. Ja, also das ist schon eine enorme Kraft, die man hier rausspürt. Hier auch noch doppelt die Königin der Münzen, absolute Sicherheit, auch im materiellen Bereich, in den eigenen Werten. Die weiß genau, was sie will und auch, was sie geschaffen hat und auch, was in Zukunft kommen wird. Ja, der Mann muss hier ein bisschen nach, aber das macht ihn nicht. Es sind nicht immer in einer Beziehung alle komplett auf gleicher Augenhöhe. Mal ist der vorn, mal ist der vorn. Oft sind natürlich die Frauen vorn und die Männer folgen dann. Sollte es nicht so sein, ja, wenn die Frau dem Mann hier folgt, ist das dann eher ein, ja, da entwickelt sich nicht viel weiter. Würde ich mal sagen, weil der Mann, wenn das so passt, dann bleibt er so. Von sich aus entwickelt sich der Mensch, glaube ich, grundsätzlich nicht weiter. Also da muss schon eine Entscheidung dafür getroffen werden. Denn wie wir wissen, ist unser Gehirn ja grundsätzlich darauf ausgelegt, dass es so wenig Arbeit wie möglich macht. Und deshalb muss das schon eine krasse Entscheidung hier sein und auch eine Disziplin, die dahinter steht, sich selbst einfach weiterzuentwickeln, sich selbst was Gutes zu tun. Und da schaue ich jetzt nochmal mit dem Lennemoor rein. Was möchte uns das Lenemoor hier noch mitgeben für euch, für den Oktober? Ja, die Ruten können auch wieder für Entscheidungen stehen. 1-1 für eine Klärung, für ein Ausräumen. Ja, was will ich wirklich, kommt mir hier auch gerade rein. Ja, hier zeigt sich auch nochmal das Kreuz. Etwas zu beenden und etwas Neues zu starten. Ja, hier die Sterne. Gut, belassen wir das so. Ich lege noch eine Herzkarte für dieses wunderschöne Pärchen.
Danke übrigens für die lieben Kommentare. Es freut mich, wenn dir meine Videos gefallen. Und für private Legungen schau gern auf meine Homepage unten in der Videobeschreibung. So, was haben wir hier noch für dieses Pärchen? Es ist nicht von Bedeutung. Wenn du in einem Jahr zurückblickst, wird es dann noch wichtig für dich sein. Mach dir nicht allzu viele Gedanken darum und wende dich lieber schönen Dingen zu. Mir kommt gerade rein, für die Frau ist das Ganze gar nicht so von Bedeutung, weil ich glaube, diese Frau, wie ich schon sagte, hat hier Vertrauen und ist auch hier im Sicheren, in der Sicherheit. Und für die ist das hier gerade gar nicht so wichtig. Vielleicht liebt sie diesen Menschen so oder so und sie weiß, dass ihr folgen wird. Und mach dir also nicht so viele Gedanken darum und wende dich lieber schönen Dinge zu. Und ich glaube, das tut die Dame hier auch. Ja? Sie widmet sich hier schönen Dingen zu. Sie ist hier auch in der Gelassenheit, in der Schönheit. Das Schöne, Wahre und Gute, wie man so schön sagt. Und es ist für sie gar nicht so stark von Bedeutung, so für die Damen. Was ist hier mit dem Herrn? Mit dem Herrn der Schöpfung. Ich habe nur gesehen, die Liebe macht, was sie will. Na, was ist hier auf der männlichen Seite hier? Oh, Glaube an Wunder, Liebe und Glück. Ja, ich glaube, das wird der Dame hier sehr gefallen, wenn der Mann das macht. Denke positiv, wunderbare Ereignisse brauchen manchmal ihre Zeit. Die Zukunft hält fantastische Dinge für dich bereit, wenn du nur fest daran glaubst. Also ich glaube, für diese Einstellung ist natürlich hier ein Herrscher erforderlich. Glaube an Wunder, Liebe und Glück, auch wenn es vielleicht gerade mal nicht so positiv ausschaut. Aber das wird der Dame hier sehr, sehr stark imponieren, dass der Mann hier so denkt und auch natürlich in ihre Richtung blickt, ja, denn die Frau ist auch sehr im Vertrauen, die glaubt auch an Wunder, Liebe und Glück und denkt hier sehr positiv an die 10 der Kelche, wie wir hier schon hatten. Ja, sehr, sehr schöne Legung für euch für den Oktober. Schaut euch gerne den Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte auch hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos meinen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.